In der neuen Musik brachten wir heute Feldman-Aufnahmen mit dem englischen Pianisten John Tilbury. Zuletzt hörten Sie Morton Feldmans Piano aus dem Jahr 1977. Redakteurin am Mikrofon war Caroline Naujok. Unter dem Eindruck der Syrien-Krise beginnt heute in St. Petersburg der Gipfel der 20 führenden Industrie- und Schwellenländer. An dem zweitägigen Treffen nehmen Russlands Präsident Putin, US-Präsident Obama und Bundeskanzlerin Merkel teil. Obama will für eine Zustimmung zu einer Militäraktion gegen den syrischen Machthaber Assad werben. Putin hatte gestern ein Ja Russlands zu einer UNO-Resolution gegen Syrien erstmals nicht mehr ausgeschlossen, falls es klare Beweise für einen Giftgaseinsatz durch die Regierungstruppen gibt.